Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir gemeinsam diese Glocke. Ihr könnt die Wolle eurer Wahl nehmen, ob dicker, dünner, mit Glitzer, ohne, das ist alles euch überlassen. Und wir fangen auch direkt an. Ich häkel mit einer 3 mm Häkelnadel und dann geht's direkt los. Wir fangen an mit einem magischen Ring. Dafür legen wir uns die Wolle auf die zwei Finger. Drehen es einmal, gehen hier rein, holen den Faden raus und holen den Faden hier einmal durch die Schlaufe durch. Somit haben wir den Ring. Jetzt häkeln wir erstmal 3 Luftmaschen und jetzt machen wir 13 Stäbchen in unseren magischen Ring. Also wir nehmen uns die Wolle auf die Häkelnadel, dann halte ich das hier einmal unten fest, dann gehen wir hier in den Ring rein, holen den Faden von hinten nach vorne raus, holen den Faden durch die ersten beiden Schlaufen und holen den Faden durch die letzten beiden Schlaufen. Das ist unser Stäbchen, das machen wir jetzt insgesamt 13 Mal hier rein. Unser zweites Stäbchen durch die ersten beiden und durch die letzten beiden Schlaufen. Faden nehmen, in den Ring rein und unser drittes Stäbchen, das vierte Stäbchen, das fünfte, das sechste. Das siebte, das achte, das elfte, das zwölfte und das 13. Stäbchen. Jetzt ziehen wir das einmal zusammen und verbinden das hier vorne, wo wir angefangen haben, in der ersten Masche. Also einstechen, Faden holen und eine Kettmasche machen. Somit ist die erste Reihe und der Anfang schon mal fertig. Jetzt machen wir 3 Luftmaschen. 1, 2 und 3. Und jetzt machen wir erstmal ein Stäbchen in dasselbe Loch hier vorne, wo wir gerade eine Kettmasche gemacht haben. Hier ein Stäbchen rein. Dann in die nächste Masche machen wir nur ein Stäbchen. In die nächste Masche machen wir 2 Stäbchen. 1 und wieder in dasselbe. Und 2. Und jetzt abwechselnd immer ein Stäbchen in eine Masche. Dann 2 Stäbchen in eine Masche. Und das machen wir jetzt einmal die ganze Reihe bis zum Ende, immer abwechselnd. Am Ende der Reihe angekommen, machen wir wieder hier oben eine Kettmasche. Fangen wieder an mit 3 Luftmaschen. Und in dieser Reihe machen wir jetzt direkt hier in die nächste Masche rein, also nicht in die, wo wir die Kettmasche gemacht haben, sondern in die nächste ein Stäbchen. Und dann kommt pro Masche immer ein Stäbchen, also die ganze Runde einmal nur in jede Masche ein Stäbchen.
Am Ende der Reihe angekommen, machen wir das letzte Stäbchen und verbinden wieder mit einer Kettmasche. Dann wieder drei Luftmaschen und hier nicht in diese erste Reihe, wo wir verbunden haben, sondern hier in die nächste wieder das Stäbchen. Und auch diese und die nächste Reihe sind identisch, also in jede Masche ein Stäbchen. Und das machen wir noch diese und die nächste Reihe und dann geht es auch weiter. So, wir haben jetzt Reihe 3, 4 und 5 identisch gehäkelt. Jetzt fangen wir wieder an mit 3 Luftmaschen. Dann machen wir in dasselbe Loch hier vorne wieder ein Stäbchen, so dass wir hier den Anfang schon verdoppelt haben. Dann machen wir in die nächste Masche ein Stäbchen und in die nächste Masche auch. Und das nächste verdoppeln wir wieder. Also jetzt immer in zwei Maschen, zwei einzelne Stäbchen und die dritte verdoppeln. Und das auch bis zum Ende der Reihe. So, jetzt wieder verdoppeln, also in dasselbe Loch einfach zwei Stäbchen. Und in die nächsten zwei wieder einzelne Stäbchen und dann in die nächste, also in die dritte, dann wieder zwei Stäbchen in eine Masche. In Reihe 7 fangen wir an wieder mit 3 Luftmaschen. Dann ein Stäbchen wieder hier in dasselbe Loch am Anfang. In die nächsten 3 nur ein Stäbchen jeweils. So. Und in das nächste dann jeweils 2 Stäbchen. Dann in die nächsten 3 wieder nur ein Stäbchen.
So, an sich sind wir mit der Glocke fast fertig. Jetzt können wir noch Details machen. Und zwar machen wir hier den Rand so mit Krebsmaschen. Das zeige ich euch jetzt einmal. Wir machen erstmal eine feste Masche. Und jetzt häkeln wir in die andere Richtung. Also wir stechen hier in die Masche rein. Holen den Faden von hinten nach vorne raus. Holen den Faden und häkeln eine feste Masche. Ich zeige das auch nochmal vom Nahen. Also wir häkeln hier in die Masche rein. Holen den Faden ganz normal und häkeln eine feste Masche. Und das machen wir jetzt einmal die ganze Reihe lang. Dann ergibt sich so ein besonderes Muster. Und das sieht am Abschluss auch dann richtig schön aus. Einfach in jede Masche nach rechts rum häkeln. Wenn ihr das noch nie gemacht habt, also ein, zwei Maschen und dann geht das auch ganz einfach. Kommt einem erstmal ein bisschen komisch vor, aber dann geht das ruckzuck und so sieht das denn aus. Das ist wirklich schön, finde ich. Und dann machen wir noch die Schlaufe zusammen und die Schleife und dann sind wir gleich auch schon fast fertig. So, am Ende angekommen, steche ich hier nochmal in die mittlere rein und mache hier eine Kettmasche. So, noch ein bisschen festziehen. Dann können wir unseren Faden schon mal abschneiden. Einmal rausziehen. So sieht das jetzt schon mal aus. Und jetzt fehlt noch unsere Schlaufe. Für die Schleife und die Schlaufe habe ich mich jetzt für diese Wolle entschieden, damit das auch so einen Farbkontrast ergibt. Und je nachdem, wie dick eure Wolle ist oder wie dünn, dafür müsst ihr dann eine längere Kette häkeln. Ich lasse den Anfang ein bisschen länger, weil ich das dann nachher mit der Vernähnadel daran nähe, beziehungsweise daran knote dann. Dann legen wir uns einmal die Wolle hier drauf, ziehen einmal durch und eigentlich häkele ich immer so 40, 45 Luftmaschen, je nachdem, wie lang ihr das auch haben möchtet. 4, 30, 40. Dann können wir schon mal gucken, ob uns das ausreicht. Ich mache noch ein paar mehr. Ich habe auch hier jetzt eine dünnere Wolle. Also 45. Ich denke, das reicht aus. Und das gleiche mache ich dann auch gleich für die Schleife. Auch nochmal 40, 50 Luftmaschen. Und dann einfach zu einer Schleife. Das können wir jetzt einmal hier abschneiden. Einmal rausziehen. So, ich habe mir jetzt schon das eine Ende auf die Vernähnadel gemacht und steche oben einmal links oder rechts ein. Ziehe das hier einmal nach unten. Dann die andere Seite auf die Vernähnadel. Und einmal gegenüberliegend hier einstechen. Und auch einmal rausziehen.
Und dann verknote ich das von der Innenseite hier. Ich schaue noch mal, ob alles richtig ist. So, und dann können wir hier auch den Faden schon abschneiden. Somit haben wir die Schlaufe der Glocke schon mal. Und dasselbe könnt ihr, wie gesagt, jetzt für die Schleife hier machen. Aber ich habe jetzt noch die Schleife übrig gehabt. Das habe ich auch in einem Video gezeigt, wie man das macht. Und auch wenn das farblich jetzt nicht ganz so passt, finde ich das auch so ganz schön. Nachher auch, wenn das am Tannenbaum hängen würde. Und das könntet ihr jetzt auch natürlich mit derselben Farbe hier häkeln. Und das werde ich hier jetzt auch einmal rannähen. Und mache hier jetzt erstmal 2-3 Knoten. Schneide vor dem Knoten hier das Stückchen ab. Und jetzt gehe ich bei der Schleife von der Innenseite rein. Etwas mittig, aber halt von innen, damit man das auch nicht sieht. Und gehe auch an unserer Glocke hier einmal mittig rein und dann aber in die Glocke rein. Also, damit wir das auch wieder von innen nachher vernähen können. Dann ziehe ich das einmal durch. Wir haben ja einen Knoten, deswegen geht das hier einmal nicht durch. Dann von der inneren Seite oben bei der Schleife auf der Innenseite wieder raus. Und dann nochmal von der Innenseite in die Glocke. Und noch ein letztes Mal von innen in die Schleife rein und hier raus. Und jetzt haben wir das so gesehen unsichtbar eigentlich vernäht. Jetzt noch einmal hier durch, hier unten raus. Dann können wir den Faden hier einmal abschneiden. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr das hier drinnen nochmal vernähen. Ich lasse das jetzt erstmal so. Und zwar hier einfach in irgendwelche Schlaufen rein. Ein, zweimal hin und her. So. Und hier nochmal. Dann gehe ich hier nochmal für einen Knoten durch. Und dann können wir das hier abschneiden. Somit ist auch die Glocke schon fertig. Wenn ihr möchtet, könnt ihr hier auch die Schlaufe noch stabiler machen. Einfach 2-3 Reihen häkeln und die Farben benutzen, die ihr möchtet. So sehen die jetzt aus. Unterschiedlich wegen der Wolle. Die war natürlich dünner, die war jetzt dicker. Aber die machen sich am Tannenbaum richtig gut. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Einschalten, teilt das Video gerne mit Freunden und Bekannten und unter dem Video bei dem Thanks-Button könntet ihr mich gerne unterstützen, wenn ihr möchtet. Und dann sehen wir uns die Tage auch schon beim nächsten Video. Bis dahin!